Next on scene is Pirotti. And I just read down the names of the pilots and then we talk about what they're doing. It's Gianluca Di Marchi, Reinhold Augsburger, Dimitri Mezza, Max Bresciani, Sam Fasnacht. And they're flying the China, the T91, Rebel Hot, oh Rebel, Rebel Pro. Jetzt am Start Gianluca Di Marchi mit seiner Fiat G91. Ein beeindruckendes Modell, Maßstab 1:3,3. Ja, wir freuen uns natürlich auf eine super Show. Der Markus, ein Ausnahmepilot, er fliegt sehr weich, sehr gefühlvoll. Ich freue mich drauf. Er fliegt einen klassischen italienischen Stil, oder lassen wir jetzt einfach uns mal. Man müsste eigentlich singen dabei. Ne? Ja. Einfach, oder singen lassen. Einfach nur schön, genau. Dass das Einziehfahrwerk jetzt nicht eingefahren werden konnte, beeinträchtigt das natürlich enorm das Flugverhalten. Trotzdem wird jetzt versucht, hier wunderschön zu fliegen. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die dazu führen, dass dann eine Funktion Einziehfahrwerk nicht funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht. Wahrscheinlich ist es nicht elektrisch. Bin ich ganz sicher. Aber wir freuen uns an diesem tollen Flugbild. Dieser China im Maßstab 1:3,3 Scale. Oh, we're just enjoying Gianluca flying the China Fiat T91, Scale 1:3.3, 315 length and 20 kilos. Nice landing. Thank you very, very much, Gianluca. Awesome flight, and hopefully we can solve the issue with the landing gear for the next one. But it was impressive to do this really nice and smooth aerobatics with the gear extended. Now we have the Rebels on startup. We have three different. We have Rebel, Rebel Pro, and Rebel Hot. Three different sizes of this trainer jet. And yeah, the paint is fairly nice. It's again this orange
which makes it very, very nice to look in the air. Josef, die Rebellen, die jetzt hier in den Start gehen, toll in dem Orange lackiert. Also man sieht sie wirklich sehr,